Heute möchte ich mit euch eine tolle Investmentlegende näher besprechen und euch anhand seiner Erfahrung 5 wertvolle Regeln für dich und dein Geld, aber vor allem auch für deine Anlageentscheidungen geben. Mit Zitaten wie zum Beispiel: Wenn du kein Geld hast, musst du spekulieren. Wenn du aber viel Geld hast, darfst du nicht spekulieren, ist er zudem sehr bekannt geworden. Es geht heute um André Costolani und seine Tipps und Regeln für uns alle als Anleger. André Costolani wurde 93 Jahre alt. Er ist 1906 in Ungarn geboren und verstarb 1999 in Paris in Frankreich. Heute könnt ihr auch erfahren, wie es André Costolani geschafft hat, mit einer einzigen Investition seine Anlagesumme zu verhundertfachen. Aber wenn ihr genau zuhört, merkt ihr auch, wie es andere, die seinem Rat gefolgt sind, wieder einmal nicht geschafft haben. Deshalb lasst uns loslegen und uns die Regeln und Weisheiten von André Costolani näher betrachten. Fangen wir an mit Regel Nummer 1. Sie behaupten ja auch heute noch, dass man auf Tipps nicht allzu viel geben kann, wenn man an der Börse spekulieren will. Nein, Information Ruination. Der sicherste Tipp ist ganz falsch sein. Das habe ich erlebt x-mal und sogar in Frankreich, in Deutschland, überall. Information is Ruination. Was er damit meint, ist Folgendes. Wir alle kennen doch Freunde oder Bekannte, die uns einen sogenannten sicheren Tipp geben wollen. Sie meinen das natürlich nicht böse, aber bitte hört nicht darauf. Macht für eure Investitionen eure eigenen Hausaufgaben und hört nicht auf andere. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einen weiteren sehr bekannten Investoren zitieren. Dieser sagte mal: Jeder kann mit Aktien Geld verdienen, wenn er nur seine Hausaufgaben macht. Das kam von keinem geringeren als Peter Lynch. Lasst uns alle also diese Regel von André Costolani zu Herzen nehmen. Als prominentestes Beispiel möchte ich hier wieder einmal zwei Branchen nennen. Die eine ist die Cannabis-Branche und die andere die Wasserstoffbranche. Wie oft hat man gehört, dass das der neue Run sein wird? Ein Unternehmen kam hier vor kurzem wieder sehr, sehr stark in den Fokus, was auch gehypt wurde, und das ist Nikola. Nun gehen wir aber weiter zur Regel Nummer 2. Das heißt, ich habe heute einen Tipp. Aber das ist für heute, in die Apotheke zu gehen, Schlafmittel zu kaufen, dann einkaufen die erstklassigsten deutschen Aktien, eine ganze Palette, und dann die Weckeruhr einstellen. Kaufe dir Schlaftabletten und schaue dein Depot erst in ein paar Jahren wieder an. Was er damit sagen möchte ist, dass man losgelöst von all den Stürmen an den Kapitalmärkten einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen muss. Das ist natürlich immer sehr leicht gesagt und es ist auch komplett wahr. Nur sieht die Realität vor allem für Anfänger ganz anders aus. Es werden Aktien gekauft und man kann nicht mehr den Blick von seinem Depot abwenden. Man lässt sich dauernd durch Medien, Informationen, Austausch mit Freunden und so weiter ablenken und auch beeinflussen. Dadurch verliert man den Fokus auf das eigentliche Ziel. Und das ist die langfristige Investition in tolle Unternehmen. Lasst euch deshalb nicht von den Stürmen an den Märkten oder aber dem längeren Warten mürbe machen. Habt euren langfristigen Fokus und lernt Stück für Stück damit umzugehen. Schauen wir uns nun die Regel Nummer 3 an. Elend der Deutschen anhaltende Spuren hinterlassen. Seit der Zeit gibt es diese Inflationsangst, die deutsche Politik seit der Zeit bestimmt hat. Ich erinnere mich aber sehr gut, Herr Costolani, dass Sie oft im Kapital gegen diese Inflationsangst angeschrieben haben, dass Sie die Bundesbank wegen ihrer Fixierung auf die Stabilität der Mark angegriffen haben. Wie kommen Sie darauf, dass Inflation nicht das allergrößte Übel ist? Also erstens ist Folgendes. Die Welt ist total verschuldet. Das wissen wir. Das ist auch eine Frage, die mir immer gestellt wird. Was geschieht mit dem Schulden? Mit dem Schulden passiert nichts. Aber eine kleine, sehr sanfte Inflation entwertet diese Schulden. Also die Inflation ist wichtig, gerade von diesen Schulden uns zu befreien. Und das kann nur dadurch geschehen, schmerzlos, wenn eine jährliche 2,5-3% Inflation
da ist. Aber es heißt mit anderen Worten, die Schulden werden von denen bezahlt, die sie nicht gemacht haben. Das stimmt, aber die es gemacht haben, haben sehr viel gelitten. Die haben für diejenigen, die kommende Generationen, sehr viel gesorgt, um eine schöne, heile Welt, technologisch und in jeder Beziehung, schöne Welt hinterzulassen. Warum sollen das die heutige Generation, die gestrige Generation bezahlen? Sollen die Kinder auch dafür schon etwas zahlen? Und nicht einmal durch die Inflation, die bezahlen ist ja nicht so alt. Eine 3% Inflation ist ganz schmerzlos. Eine Inflation ist wie Nikotin und Alkohol. In kleinem Maße ist es eher produktiv und eher nützlich. Ein paar Zigaretten im Tag, nicht 30, aber 3-4 Zigaretten oder ein Whisky, 2 Whisky im Tag ist schon sehr gut. Es ist stimulierend. Man darf nur kein Kettenraucher werden. Ja. Und kein Alkoholiker. Eine überschaubare Inflation ist gesund. Da stimme ich ihm voll und ganz zu. Wir werden sehen, ob wir in den kommenden Jahren eine überschaubare Inflation bekommen oder ob sie das nicht mehr so sein wird. Das bleibt abzuwarten. Ich habe hierüber schon einige Videos gemacht. Lasst uns aber nun die Regel Nummer 4 anschauen. Schauen Sie, ja, ob ich etwas dagegen habe, ich will da nicht politisieren. Aber es ist gar kein Zweifel, dass heute speziell diese Frage so aktuell wird, denn seit einigen Monaten, Wochen und speziell sogar die letzten Tage wird nur von einer Sache gesprochen, dass wir in einer Situation, in der Lage sind, die sehr nahe steht zu dem berühmten 29er Krach. Große Wirtschaft, ja. Also ich möchte sagen, das ist der größte Unsinn. Und jeder Nationalökonom, Journalist eventuell oder industrieller Geschäftsmann davon spricht, der weiß nicht, was 29 war. Den Vergleich zu machen mit 29 und der Krise von damals, speziell in Deutschland und in Amerika auch, ist ein purer Unsinn. Jetzt fangen aber die Politiker auch schon damit an. Schauen Sie, es sind viele Leute, die an einer Panik Interesse haben. Die Panik ist ein gutes Geschäft. Aha, wieso? Jawohl, wieso? Denn in einer Panik kaufen die Leute Gold, sie kaufen Diamanten, kaufen das und jenes. Und das ist natürlich ein Geschäft. Vor 3 Jahren hat man eine Panik gemacht, die Leute haben alles gekauft. Ja, aber was ist das Interesse der Politiker? Die wollen doch gewählt werden und die stören diese riesigen Arbeitslosenziffern. Aber es gibt immer 2 Parteien, die Regierung und die Opposition. Die Opposition hat auch ein Interesse daran, eventuell Panik zu machen, um die Regierung anzugreifen, egal, ob sie links oder rechts ist. Wenn das die CDU hört, was? Lieber Herr, freut damit. Nein, es sind unverantwortliche Politiker immer. Ob es CDU ist, anderswo auch. Glauben Sie mir, ich habe ja auch schon Regimes gesehen, wo die Opposition links war und die Regierung rechts. Da hat die Opposition dieselbe Position. Mit diesem Video oder mit dieser Regel möchte er uns sagen, hört nicht auf Crash-Propheten. Wie so oft sind diese Analysen dafür da, um den Menschen Angst zu machen und dementsprechend auch damit zu verdienen. Auch wenn ich aktuell, was den Aktienmarkt betrifft, ein wenig kritisch gegenüberstehe, so heißt das nicht, dass ich langfristig überzeugt bin, dass der Aktienmarkt weiter steigen wird. Aber eben unter großen Schwankungen. Das bedeutet auch, dass es mal eine Phase am Aktienmarkt gibt, in der er nur seitwärts läuft. Das haben wir schon immer und immer wieder gesehen. Und so eine Phase, diese kann auch bis zu 10 Jahre dauern. Aber dennoch werden tolle Unternehmen mehr Gewinne haben als heute. Und darum geht es, an tollen Unternehmen beteiligt zu sein. Lasst uns nun seine größte Spekulation ansehen und hören, ihm deshalb bei Regel Nummer 5 genau zu. In Europa, angefangen nach dem Krieg, ganz Europa lag in Trümmern. Es gab zunächst keine funktionierenden Börsen, oder doch? Nein. Ja, Paris, natürlich. Ja. In Paris hat funktioniert die Börse. Während des ganzen Krieges hat es funktioniert. Ich habe in Paris deutsche Anleihen gekauft.
46. Deutsche Anleihen, die natürlich unbezahlt waren. Welche waren das? Junganleihen, die berühmte Jung 5,5% Junganleihe, internationale Anleihe. Das war 1930. Eine Anleihe, die das Deutsche Reich begeben hat, vor 1933, in den 20er Jahren. Jawohl. Und gesponsert von den 1930. 1930. Weimar. Ja, Weimar. Und gesponsert von den Amerikanern. Also der Jung hat es gesponsert, aber es war internationale Anleihe. Und die standen in Frankreich, die Anleihen 1000 Franc, 250. Das ist schon 300, da habe ich schon angefangen. 30%. Der Nominalwert war 1000 Franc und Sie standen bei 250. 250. Wie kamen Sie darauf? In welchen Jahren war das? Das war 46. 46. Wie kamen Sie 1946 darauf, auf den aberwitzigen Gedanken, dass das Deutsche Reich oder der Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches die je wieder valutieren würde? Ich hatte das Vertrauen. Ich kannte doch Deutschland. Nicht von dem Fräulein Sophie nur, aber ich war ja viel. Ungarn war doch im Schatten von Deutschland, nicht wahr? Ich hatte Vertrauen zu deutscher Disziplin, deutschen Tugenden, deutschen Fleiß etc. etc. Und speziell in Kanzler Adenauer, der für mich ein Gott war. Und ich habe mir gesagt, der wird alles bezahlen. Nicht morgen, nicht übermorgen, vielleicht in 3 Jahren. Aber die 1000 Franc sind sicher. Ich kaufe sie und all meinen Freunden empfohlen, die es auch gefolgt haben. Natürlich haben sie mit 300 gekauft und mit 250 sofort verkauft. Die alte Geschichte. Sie bleibt doch immer nahe. Und dem ist just passiert, dem bricht das Herz in zwei. Aber ich habe dann weitergekauft. Und gewartet, gewartet, gewartet. Und dann kam die Londoner Schuldenabkommen, Herr Abst, der dort geführt hat. Ja, und man hat sich ausgeglichen, das hätte nicht einmal ausgeglichen, alles anerkannt, alles wird bezahlt. In den kommenden Jahren, wann noch, das war nicht festgestellt. Das habe ich einem Herrn Abst einmal erzählt, dass ich darauf gebaut habe, aber er war schon ein bisschen alt und die Sachen sich zu erinnern. Also ich habe diese Anleihen gekauft. Ich habe sie in der Schweiz gekauft. In der Schweiz Lombardier, in Paris gekauft. Und die Schweizer Banken haben mir darauf Kredite gegeben. Ja. Aber die haben mich ausgelacht, die Schweizer Banken natürlich. Sind sie verrückt, deutsche Anleihen zu kaufen? Die Deutschen werden noch nie zahlen. Im Gegensatz, was einmal der Minister Klotz gesagt hat nach dem Ersten Weltkrieg. Le Bosch Peyra, erinnern Sie sich an diesen berühmten. Der hat gesagt, Le Bosch Peyra jamais. Ich habe nichtsdestoweniger daran gedacht, die lange Vertrauen gehabt. An der Börse muss man zwei Sachen haben, zwei. Fantasie und Geduld. Fantasie ist wichtiger, wie Einstein gesagt hat, als Wissen. Das ist das. Also meine Fantasie war sehr weit. Es kommt, Deutschland wird aus dem Staub wie ein Phönix emporsteigen und dann werde ich die 1000 Frauen bekommen. Und haben Sie sie bekommen? Ich habe 35.000 bekommen. 3 Jahre später. 35.000. Für jede Anleihe, für 1000 Frauen nominal, was ich 350 bezahlt habe. Wie das möglich ist, sagen mir immer die Volkswirte. Wie sagt man für 1000 Frauen? Das war möglich. Adenauer, der kein kleiner Politiker war, sondern ein Staatsmann. Im Range von Churchill etc. und de Gaulle. Der hat Vision gehabt, eine Vision. Die deutsch-französische Freundschaft und sogar Bündnis. Und hat gesagt, ich zahle die Engländer in guten Dollar zurück, die sie mir gegeben haben, die guten Pfunde, die Amerikaner in guten Dollar, die Schweden in guten Kronen. Ich darf die Franzosen nicht hereinlegen und ihnen schlechte Franc geben, was heute das 10-fache oder das 15-fache wert ist. Ich muss sie auch revalorisieren, wie wenn es Dollar wäre. Und hat sie in Dollar zurückgezahlt. Das ausgemacht für jede 1000 Franken das 35-fache. 35.000 Franken. Ich bin sehr stolz als Börsenprofi auf meine Geduld. Nicht nur, dass man nicht verkauft, wenn es zurückgeht, sondern auch nicht verkauft, wenn kleine Gewinne sind. Kleine Gewinne, dass wenn es schon an die Börse geht, dann muss es sich lohnen. Das muss groß sein. Habt ihr etwas gemerkt?
denn es gab in diesem Punkt wieder Anleger, die es nicht geschafft haben, obwohl sie richtig investiert waren. Merkt ihr was? An der Börse benötigt man eben Fantasie und Geduld und es muss sich lohnen. Mir fällt hierzu ein sehr bekannter Unternehmer ein, der Folgendes gesagt hat. If you can dream it, you can do it. Das war Walt Disney. Gleichzeitig hat er erzählt, wie es wieder mal seine Freunde und Bekannten nicht ausgehalten haben, da die Anleihen im Wert gefallen sind. Sie haben wieder das gleiche Spiel betrieben und verkauft. Leider machen das immer und immer wieder Anfänger. Als Fazit daraus möchte ich sagen, wer an der Börse sein Geld vermehren will und reich werden möchte, der braucht aus meiner Sicht wichtige Eigenschaften wie ein starkes Mindset, die Bereitschaft, gegen den Strom zu schwimmen, man muss seine Hausaufgaben machen und man braucht Geduld und Fantasie. Lasst euch deshalb von André Costolani inspirieren und werdet Stück für Stück an der Börse reicher. Nur noch ein letztes zum Schluss. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und den Kanal abonnierst. Gleichzeitig möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, wie du die aus meiner Sicht 5 wichtigsten Regeln für dein Geld bekommst und wie du erkennen kannst, wie du dein Geld vor vermeintlichen Korrekturen am Aktienmarkt schützen kannst. Ich wünsche dir alles Gute und kann nur noch sagen, bis bald.